nochmal diesen stillen Millionären sagen, die das ja nicht immer alles so in der Öffentlichkeit haben wollen. Also wir haben hier viele stille Millionäre, die also Millionen D-Mark und Millionen Euro in den Amtstum als Beamte und so weiter am Fiskus, ne, also Steuern hinterzogen haben, ne, indem sie es anderen Menschen gestohlen haben. Das wollte ich da auch nochmal sagen, ne? Die nennen wir stille Millionäre. So, und Sie sehen sie täglich hier in den Amtsstuben. Und das ist schon ein Ding, dass uns diese Trottel so vorführen wollen. So, und deshalb sage ich das Jobcenter West nochmal, sehen Sie jetzt sofort zu, dass wir unsere Firmen gründen können oder so. Das heißt, wir haben schon, ne? Also wir werden da auch schon vorbeugen, weil wir hatten ja im Prinzip schon unsere Forschungsinstitute. Wenn wir nichts verdrehen, dass wir die dann weiterführen können, und alles andere, ich habe genug dazu gesagt. So, natürlich nicht über Chaos und so, und alle, die uns so dämlich kommen, sind sowieso dran. So, und wenn es dann einige andere von ihnen noch juckt, kein Problem, auch da klar sein. Ne? Aber das werde ich mir auf keinen Fall gefallen lassen, die dusselig man ganz locker an. Und vor allen Dingen, das möchte ich mal an anderen sagen, das ist das Problem, sie kamen sich dann auch schlau vor. Sie kamen sich schlau vor, weil wir nicht darauf kamen, dass sie nur betrügen wollen. Tja, da kam sich noch besonders schlau vor. Und fing an, unsachlich zu werden und zu treten und zu schlagen und alles. Wir haben uns immer gewundert, wie schnell die sind. Warum sie immer nur rumdrücken. Also schon totale Angst vor uns haben. So, und jetzt zum Schluss wollen sie uns nur zu irgendwas nötigen und provozieren. Und wir wurden dort immer hemmungslos betäubt, diese ganzen Penner sagen, sind dann nur um uns rein. Und nur wir wurden dann reingenommen. So, und zumindest Sozialgericht, Sozialamt und die Jobcenter, kann ich Ihnen sagen, wie es da läuft. Die schieben da eine total ruhige Kugel und da ist gar nichts los. Die haben da maximal 5 oder 10 Mal, manchmal auch 20 am Tag. Es sei denn, wir sind da, dann ist natürlich mehr. Dann hat man da 20 für uns rumsitzen lassen und dann auch welche reingerufen zum Schluss, ne? Weil ich immer gesagt habe, dass nichts los. Und die meisten saßen nur mit Narkotika in der Kleidung und dann hat man da auch was versprüht und alles andere. Und hat uns auch tierisch was vorgespielt.